Hallo, mein Name ist Moritz Klatten. Wir sind hier bei Champ Performance und der heutige Tipp geht um das Thema Training. Heute möchte ich euch eine Bizepsübung zeigen, bei der man nicht nur den Bizeps trainiert, sondern die genauso auch in den Unterarm geht. Die Übung, die ich euch heute zeigen möchte, heißt die Swordman Curl. In der Startposition supiniert ihr die Hände wie beim normalen Curl. Geht dann ganz nach oben und dann in der oberen Position proniert ihr die Hände und geht dann langsam kontrolliert nach unten. Das Gute an dieser Übung ist, dass ihr den Unterarm auf dem Weg nach unten izentrisch belastet. Das heißt, wenn ihr nach oben geht und den Arm die Hände proniert, könnt ihr ein Gewicht nehmen auf dem Weg nach unten, was ihr mit dem Unterarm so in der Position gar nicht nach oben bringen könntet. Der Swordman Curl ist keine neue Übung und ich möchte auch erst recht nicht behaupten, dass ich sie erfunden habe. Aber diese Übung wurde schon sehr viel, auch vor allem in den 70er Jahren, von Bodybuildern genutzt. Und jeder von euch, der diese Übung noch nie ausprobiert hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese Übung mal auszuprobieren. In diesem Sinne, viel Spaß beim Training.